Ja, es soll jetzt darum gehen, den Erwartungswert einer Wahrscheinlichkeitsverteilung zu berechnen. Und unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung sieht so aus, dass unsere XI 2, 4, 8 und 16 sind und die jeweiligen Wahrscheinlichkeiten 1/2, 1/4, 1/8 und hier ist auch 1/8. Wie rechnet man hier den Erwartungswert aus? Ja, bitte? Ja, man rechnet XI mal P, das 2 mal 1/2 und das 1. Plus 4 mal 1/4, plus 8 mal 1/8, plus 16 mal 1/8. So, und wenn man jetzt sich das Ganze anschaut, 2 mal 1/2 ist 1, 4 mal 1/4 ist auch 1, 8 mal 1/8 ist auch 1 und 16 mal 1/8 ist 2. Also ist hier der Erwartungswert von dem Ding 5. So, jetzt gehen wir einfach mal zur nächsten Aufgabe. Die nächste Aufgabe sieht dann so aus, dass wir hier statt des Achtels ein Sechzehntel haben und hier die 32 dahinter und da auch ein Sechzehntel an Wahrscheinlichkeit. Und dann ist der E2 natürlich genau das gleiche wie vorher. 2 mal 1/2 plus 4 mal 1/4 plus 8 mal 1/8. Bis hier ist gleich, aber jetzt hier kommt dann ein Plus 16 mal 1/16 plus 32 auch mal 1/16. Und das ist dann 1 plus 2 plus, also 1 plus 1 plus 1 plus 1, das sind 4. Das ist also 4 plus 2 und das ist 6. Der Erwartungswert 2. So, und jetzt gehen wir zur nächsten Aufgabe. Da habe ich hier oben beim 32 ein 32. Und hier kommt dann die 64 mit ebenfalls ein 32. Dann habe ich mein E3. Das fängt wieder genauso an. Also hier mit 2 mal 1/2, also 1 plus 4 mal 1/4 plus 8 mal 1/8 plus 16 mal 1/16 plus 32 mal 1/32 plus 64 mal 1/32. Und der letzte Summand gibt wohl immer 2 und die anderen Summanden geben immer 1. 1, 1, 1, 1, 1, das sind 5 Einsen, das ist also 5 plus 2 und das ist 7. So, jetzt sehen Sie, das E1 ist 5, das E2 ist 6, das E3 ist 7, das E4 ist dann mit Sicherheit 8, ohne das jetzt zu rechnen. So, und das EN ist dann... K plus 1. Naja, fast. N plus 1 wäre falsch. E1 ist 5, E2 ist 6. Ist das N plus 4? Ja, Sie müssen einfach mal 4 addieren und dann ist das in Ordnung. So, und jetzt ist die Frage, warum ist das so? Wie läuft das Ganze? Und Sie sehen, hier ist 2 hoch 1, hier ist 2 hoch 2, hier ist 2 hoch 3. Hier ist 2 hoch 4 und eigentlich dürfte ich hier nicht E1 schreiben, sondern vielleicht müsste ich hier tatsächlich E4 schreiben, weil ich ja hier 4 Summanden habe. Dann hier E5, hier E6, hier E7 und dann ist hier En tatsächlich N plus 1. Ja, das heißt, da haben Sie N Summanden, N minus 1 Summanden 1 und 1 Summanden 2. Und hier hinten steht dann immer als letzter Summand 2 hoch n mal 1 durch 2 hoch n minus 1. So sieht dann der letzte Summand aus. Ja, und so rechnet man die Erwartungswerte aus und kriegt dann das hier als allgemeine Formel, wenn wir das hier jetzt als E4 sehen. Fragen zu der Aufgabe?